Am Beispiel einer Salami-Pizza zeigen wir Ihnen heute den vollständigen Vorgang zum Herstellen einer Pizza. Für eine Salami-Pizza sehen Sie hier auf unserem Tisch die Zutaten. Natürlich frische Bauernsalami, frische Tomaten, frische Champignons, frischer Paprika, Brokkoli und hier als Käseabdeckung frischer Gouda. Unsere Form war ja bereits vorbereitet mit unserem Teigling. Ich habe zusätzlich den Teigling noch einmal eingestochen, damit unser Teigling beim Backen keine Blasen schlägt. Wir beginnen mit dem Auftrag von frisch gekochter Tomatensoße. Natürlich aus frischen Tomaten. Wir verteilen diese Soße gleichmäßig über unseren Teigling. Frisch, lecker, bestehend aus Tomaten, Salz, Pfeffer, Zucker und frischen Kräutern. Nun beginnen wir schon in der zweiten Phase mit dem Belegen der Pizza mit Salamischeiben. Wir belegen immer reichlich, damit Sie zu Hause ein ordentliches Geschmackserlebnis mit unserer Pizza haben. Also, wir belegen über die Tomatensoße und den Teigling nun unsere Pizza mit reichlich Salami, mit echter Bauernsalami. Ich benötige noch ein paar Scheiben, um die Pizza voll zu bekommen. Und wie Sie sehen, Ihre Pizza ist reichlich belegt. Als nächster Arbeitsschritt verwenden wir frische Paprika. Frische Paprika, natürlich frisch geschnitten. Wir haben das natürlich hier einmal schon für Sie vorbereitet. Ich nehme also jetzt meine frisch geschnittene Paprika und bestreue die Pizza mit frischer Paprika. Reichlich Paprika, ein Geschmackserlebnis ohnegleichen, Pizza aus frischem Pizzateig mit frischen Zutaten. Als nächstes sind die Champignons an der Reihe, frische Champignons, unsere Champignons sollten unten geschlossen sein, so sind die genau für eine Pizza richtig. Auch hier haben wir schon einmal vorgearbeitet und belegen jetzt unsere Pizza natürlich mit Champignons in dünne Scheiben geschnitten. Schneiden Sie bitte nicht zu dick, denn der Champignon soll ja beim Backen durchgaren. Also frische Champignons, frischer Paprika, Bauernsalami und frischer Pizzateig sind die bis